Willkommen zu einem neuen Beitrag. Es geht hier auf diesem Kanal um Mythen und Mystery. Und der Bogen der Themen, die das umspannt, der ist ja riesig. Natürlich befassen wir uns heute eher mit den modernen Mythen und Mysterien. Ab und zu greifen wir auch mal in die Kiste der Mythen und Mysterien aus der weiten Vergangenheit. Aber im Großen und Ganzen ist das ja alles mehr so aus der neueren Zeit. Wenn man sich die Mythen und Mysterien der Vergangenheit ansieht, also der weiten Vergangenheit, dann hat man so gelegentlich den Eindruck, dass diese erfunden wurden, um sich irgendetwas erklären zu können, wofür die Menschen damals eben keine Erklärung hatten. Aber es gibt auch Mythen und Mysterien, die durchaus dazu gedacht sein konnten, eine gewisse Angst zu verbreiten oder vor etwas Respekt zu haben, besonders für Kinder, wenn es darum ging, dass sie gewisse Dinge nicht tun sollten. Und gelegentlich hat man den Eindruck, dass es vielleicht damals etwas gab, dass es eben heute nicht mehr gibt und dass diese Mythen und Legenden auf etwas basieren, das tatsächlich passiert sein könnte. Das alles zu trennen und herauszufinden, damit befassen sich Historiker. Oder auch wir, wenn ihr möchtet, wenn ich euch jetzt ein paar der merkwürdigen Gestalten aus vergangener Zeit vorstelle. Und heute im ersten Teil, da geht es um Sagen und Legenden aus England. Die erste Legende, der ich mich widmen möchte, die wurde hier auf YouTube zwar schon auf x Kanälen behandelt, aber ich muss sie trotzdem noch einmal ansprechen, denn es gibt da auch so ein paar neue Infos. Es geht um die grünen Kinder von Woolpit. Die eigentliche Geschichte, die ist ja relativ schnell erzählt. Es geht dabei um zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die an einem Tag im 12. Jahrhundert plötzlich neben einem Feld aufgetaucht sind. Auf diesem Feld arbeitete ein Bauer und der entdeckte diese beiden Kinder. Und sie hatten grünliche Haut und trugen Kleidung aus unbekanntem Stoff. Und sie sprachen eine unbekannte Sprache. Niemand kannte diese Sprache. Der Bauer, der brachte die Kinder ins Dorf und dort wollte man sich um sie kümmern. Aber obwohl diese Kinder sehr ausgemergelt aussahen, verweigerten sie jedes Essen. Man versuchte es mit den verschiedensten Nahrungsmitteln, aber alles ohne Erfolg, bis dann jemand einen Korb brachte mit Bohnen, die eigentlich erst gekocht werden sollten. Als die Kinder diese sahen, da seien sie dann sozusagen auf sie gestürzt und hätten sie regelrecht verschlungen. Und Bohnen blieben zunächst auch das Einzige, was sie zu sich nahmen. Es dauerte der Überlieferung nach Monate, bis man sie so nach und nach auf den Geschmack von Brot brachte. Aber dann erkrankte der Junge und verstarb. Das Mädchen, das blieb bei Gesundheit und verlor nach und nach auch ihre grünliche Haut. Und es erlernte die englische Sprache. Und so konnte man dann nach und nach auch etwas über ihre Herkunft erfahren. Und das Mädchen erzählte, dass sie und ihr Bruder aus dem Land des heiligen St. Martin, also St. Martin, stammen würden. Es gibt also leichte Unterschiede in den Berichten, was dieses Mädchen gesagt haben soll. Einmal wird berichtet, das Mädchen hätte gesagt, sie käme aus einem Land, in dem keine Sonne scheinen würde. Und in den anderen Berichten heißt es, das Mädchen hätte gesagt, dass es aus einem Land käme, wo ewig Zwielicht herrschen würde, also sozusagen Sonnenuntergangslicht. Und sie erwähnte dann noch, dass sie über einen Fluss hinweg hätten schauen können und da hätte es einen leuchtenden Bereich gegeben. Das Mädchen erzählte, sie und ihr Bruder wären beim Hüten der Herde des Vaters gewesen, als sie eine Höhle entdeckt hätten und diese betraten. Neugierig wären sie dann in diese Höhle hineingegangen und sie wären lange Zeit durch das Dunkel der Höhle gegangen, bevor sie dann am Ende dieses Ganges Sonnenlicht entdeckt hätten. Dort wären sie hinausgegangen und hätten dann neben diesem Feld gestanden, wo man sie entdeckte. Das Mädchen wurde dann erwachsen und später hat es geheiratet. Und zwar einen Gesandten von Heinrich II. Und ab da hieß das Mädchen Agnes Barr. Und so ab diesem Punkt hören dann die Aufzeichnungen über diese beiden Kinder auf. Und Aufzeichnungen, die gibt es über die beiden tatsächlich. Zwei Chronisten der damaligen Zeit hielten diese Geschehnisse fest, aber auch die bekamen das Ganze mehr oder minder nur erzählt. Zwar aktuell als bekanntes Geschehnis, aber sie waren eben nicht selbst dabei. Was es aber gibt, das sind Aufzeichnungen in Kirchenbüchern.
Und da sind die beiden eben auch erwähnt. Und hier und da hat man in anderen Schriften irgendwelche Vermerke, kurze Sätze über diese beiden Kinder gefunden. Und das Gesamte ergibt eben das Bild, dass diese Geschichte wahr sein könnte. Aber wer könnten diese Kinder dann gewesen sein? Es wurden sehr viele Theorien entwickelt, woher diese Kinder kommen konnten und wer sie tatsächlich waren. Und in der Tat ist es so, dass ich lesen konnte, dass man in Woolpit jetzt Gentests durchführen möchte. Und zwar bei den Familien, die dort nachweislich seit vielen Jahrhunderten ansässig sind und bei denen es heißt, dass sie eben Nachfahren dieser Frau, der grünen Kinder sind. Man hofft da noch irgendetwas in den Genen zu finden, was darauf schließen lässt, woher diese grünen Kinder stammen könnten. Es gibt da eine Theorie, die bei denjenigen, die sich mit dieser Sache beschäftigen, immer mehr Anhänger findet. Und das Ganze hat etwas mit der damaligen Geschichte zu tun. Zu dieser Zeit gab es viele flämische Auswanderer, die nach England übergesiedelt waren. Die waren aber nicht sonderlich willkommen und es gab da auch einige Auseinandersetzungen und es gab da Probleme mit der Religion und mit der Politik und so wurden die unter Heinrich II. Dahin gemeuchelt. Die lebten relativ für sich alleine und so war es natürlich klar, dass die Sprache dieser Menschen den Engländern unbekannt war. Das wäre eine Möglichkeit der Herkunft, aber die Frage ist, warum waren diese Kinder grün? Und da sagen die Historiker, wahrscheinlich litten die Kinder an hypochromer Anämie. Das ist eine durch besonders schlechte Ernährung verursachte Krankheit und die verändert die Farbe der roten Blutkörperchen. Und von dieser Krankheit weiß man, dass sie zu einer auffälligen Grüntönung der Haut führen kann. Und da die Flamen zu dieser Zeit ja dort verfolgt und mehr oder minder ausgehungert wurden, würde das zusammenpassen. Das erklärt natürlich nicht das, was die Kinder von ihrem Heimatort beschrieben haben. Die Frage ist allerdings, und das müssen Historiker noch klären, wenn es überhaupt zu klären ist, haben die Kinder das wirklich so erzählt? Ja, und dann gibt es noch eine Theorie, die der Astronom Duncan Lunen 1996 veröffentlicht hatte. Und er schlug vor, dass die Kinder versehentlich von ihrem Heimatplaneten nach Woolpit teleportiert wurden. Auch das ist eine Theorie, die einige annehmen, dass es sich bei den Kindern eben auch um Außerirdische gehandelt haben könnte. Und eine weitere Theorie, die geht so in diesen Bereich von Dimensionsverschiebung, nämlich, dass diese Kinder gar keine Höhle entdeckt haben, sondern so ein interdimensionales Tor, wo sie hineingegangen sind und dann in unserer Welt gelandet wären. Ja, jetzt habt ihr ein paar Theorien gehört und vielleicht bringt ja diese DNA-Untersuchung auch noch etwas, man weiß es ja nicht. Oder ist das Ganze vielleicht einfach nur eine Sage und das ist in Wirklichkeit nie passiert? Wenn ihr möchtet, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja auch eine eigene Idee, wer diese Kinder gewesen sein könnten. Stellt euch einmal vor, ihr macht so einen netten kleinen Abendspaziergang und plötzlich hört ihr hinter euch so ein merkwürdiges, dunkles Knurren. Und dann dreht ihr euch herum und das Einzige, was ihr noch denkt, ist, oh Mann, ein Quilt. Ja, viel mehr dürftet ihr da auch nicht mehr denken können und am nächsten Morgen kann die Müllabfuhr dann eure Einzelteile aufsammeln, die weit verstreut in der Gegend herumliegen. Ist ja auch kein Wunder, denn schließlich seid ihr einem Quilt begegnet. Und der soll in etwa so ausgesehen haben. Ein riesiger, total muskulöser Hund in der Größe eines Pferdes. Und der soll von so einem ständigen Nebel umgeben gewesen sein. Und im Nebel, da ist er auch bevorzugt erschienen. Und so mancher einsame Wanderer, der soll im Norden Englands diesem Vieh zum Opfer gefallen sein. Und laut den Beschreibungen, den Überlieferungen, die es so gibt, blieb da nicht allzu viel von diesen Menschen übrig, die eine Begegnung mit so einem Quilt hatten. Laut den Legenden gab es dann Menschen, die sich irgendwie vor diesem Quilt in Sicherheit bringen konnten und die haben dann diese Beschreibung über dieses Vieh abgegeben. Und tatsächlich findet man heute in ganz alten Schriften noch Hinweise darauf, dass der eine oder andere Bauer auf seinem Feld das Opfer eines Quilt wurde. Das Ganze ist aber eine sehr regionale Sage und die ist nicht in ganz England verbreitet gewesen. So, dass Historiker davon ausgehen, dass es zu dieser Zeit in diesem Gebiet eben viele Angriffe von Wolfsrudeln gab, die die Menschen dann sozusagen zerpflückt haben. Hinzu kamen dann diese Geschichten von Menschen, die angeblich diesem Quilt entkommen sein wollen, woraus sich dann eben diese Legende bildete. Das sagen die Historiker dazu.
Zur Zeit des Mittelalters, da gab es in England einen merkwürdigen Brauch. Eltern legten neben das Bett von Babys eine offene Schere. Und das Ganze hatte einen dramatischen Hintergrund. Es gab so einen Zeitabschnitt, da verschwanden nachts einige Babys, neugeborene Babys oder Kleinkinder aus ihren Betten. Und das, obwohl diese Kinder, wie das früher so üblich war, im selben Raum schliefen wie die Eltern. Fenster und Türen waren fest verschlossen und trotzdem waren am nächsten Morgen diese Kinder verschwunden. Wie viele Kinder es wirklich waren und wohin sie verschwanden, das weiß man bis heute nicht. Für die Eltern damals war aber relativ klar, wenn die Kinder im selben Zimmer schlafen, Türen und Fenster verschlossen sind, dann kann nur jemand in diese Räume eindringen, der übernatürlicher Herkunft ist. Und der damaligen Ansicht nach waren dies bösartige Feen. Und die hatten offensichtlich ein Problem mit offenen Scheren. Also wurden diese offenen Scheren vor die Betten der Kinder gelegt, um sie so vor dem Zugriff der Feen zu schützen. Nach allem, was man so aus alten Schriften weiß, sind die damals verschwundenen Kinder niemals zurückgekehrt. Und es herrschte eben der Glaube vor, dass sie von den Feen ins Feenreich entführt wurden und dort als Sklaven dienen mussten. Wie gesagt, was damals dort wirklich passierte, das ist bis heute nicht bekannt. Die Gestalt von Black Annis, die dürfte wahrscheinlich eher zur Kindererziehung gedacht sein. Black Annis, das ist eine Sage, die in der Gegend von Leicester existierte. Allerdings hat sich diese Sage bis heute erhalten. Es handelt sich dabei um eine Hexe, und zwar um eine ziemlich hässliche Hexe, die dazu noch blaue Haut hat. Der Sage nach lebte oder lebt sie in einer Höhle rund um Leicester, die bisher allerdings noch niemand gefunden hat. Nachts verlässt sie aber diese Höhle und macht sich auf die Jagd. Und zwar auf die Jagd nach Kindern, die nach Einbruch der Dunkelheit noch nicht nach Hause gekommen sind. Und wenn sie eines dieser Kinder zu fassen kriegt, dann verschleppt sie es in ihre Höhle. Und dort kocht und isst sie es dann. Die Wildmen des Waldes. Die Wildmen, das sind Sagengestalten, die waren über ganz England verteilt. Sie wurden als sehr große, haarige Männer beschrieben und wie der Name schon sagt, lebten sie in den englischen Wäldern. Bilder, die in dieser Zeit entstanden, die zeigen sie oft bewaffnet mit Knüppeln oder Keulen. Diese Wildmen, die galten als extrem aggressiv, rücksichtslos und brutal. Es gab aber nicht nur diese wilden Männer, es gab zu ihnen gehörig auch die wilden Kinder und wilden Frauen. Und allesamt hatten sie eines gemeinsam, sie waren sehr aggressiv und behaart. Die Beschreibung dieser Wildmen, die kommt in England in alten historischen Unterlagen so oft vor, dass man schon davon ausgehen kann, dass das Ganze einen realistischen Hintergrund hat. Es gibt viele Berichte darüber, dass Menschen diesen Wildmen zum Opfer gefallen sind. Es gibt historische Berichte darüber, dass Männer sich auf die Jagd nach diesen Wildmen machten, die dann nicht mehr zurückkehrten. Aber was könnten diese Wildmen denn dann gewesen sein? Das ist so die Frage, die Historiker beschäftigt. Von der Größenbeschreibung her, da dürften sie über 2 Meter groß gewesen sein. Und laut der Beschreibung waren sie eben behaart. Die Frage ist, ob diese Beschreibung ein Produkt der Fantasie oder eine Dramatisierung dessen war, was man wirklich in den Wäldern vorfand. Das, was man dort vorgefunden haben könnte, das könnten in der Tat sehr brutale und rücksichtslose, aggressive Männer gewesen sein. Es ist bekannt, dass im Mittelalter viele Menschen, die Hab und Gut verloren hatten, die kein Einkommen und keine Nahrung mehr hatten, in die Wälder zogen. Das war dann sozusagen der unterste soziale Stand des Landes. Und die lebten eben zum Teil auch von Überfällen, die sie begangen haben. Möglicherweise bestand ihre Kleidung aus dem Fell erlegter Tiere. Da sie von einer ausgesprochenen Brutalität waren und viele Menschen ihnen zum Opfer fielen, hat sich dann vielleicht diese Sage so entwickelt, dass es unbezwingbare Riesen sind, die behaart seien. Das ist eine Erklärung, die es gibt. Es gibt noch eine andere Erklärung, die ist etwas abenteuerlich. Aber sie steht eben bei einigen auch zur Diskussion und die gehen davon aus, dass diese Wildmen einfach ein Stamm von Menschen war, der aus der Steinzeit übrig geblieben ist und der die englischen Wälder bevölkert hat. Berechtigterweise sagen dann einige, da hätte man aber sicher irgendwas finden müssen, irgendwelche Knochen oder Überreste. Aber wenn man die Erklärung, also die erste, heranzieht, dass es eben sehr arme Menschen waren, die dort Überfälle getätigt haben, gibt es von denen auch keine Überreste. Aber es gibt über England verteilt eben sehr viele Berichte über Überfälle, über Begegnungen und so weiter mit den Wildmen.
Letztendlich gibt es dann aber eben noch keine wirkliche Erklärung, wer sie waren, so dass auch die Möglichkeit besteht, dass es eine Sage ist. Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr sagen, das ist eine Sage, die ist durch die Überfälle der im Wald lebenden Menschen entstanden, die eben ein sehr rücksichtsloses Vorgehen hatten? Oder würdet ihr sagen, naja, vielleicht sind das ja wirklich irgendwelche Stämme, die so aus der Steinzeit übrig geblieben sind, die sich dann neben den, in Anführungsstrichen, modernen Menschen weiterentwickelt haben? Oder sagt ihr, das ist überhaupt nichts, das ist eben nur eine Sage ohne jeden Hintergrund? Oder was auch immer ihr meint, schreibt's mal in die Kommentare. Die englischen Wassernixen. Die Sagen über Nixen oder Meerjungfrauen, die sind weltweit verbreitet. Und so eben auch in England. Und da soll es eine Rasse von im Wasser lebenden Gestaltwandlern sein. Wie sie wirklich aussehen, das weiß bis heute kein Mensch, da sie immer in verwandelter Form auftauchen, wenn sie sich Menschen nähern. Man sagt ihnen nach, dass sie die Form einer schönen jungen Frau annehmen, um männliche Reisende in ihre Nähe zu locken. Die einsamen Reisenden, man könnte jetzt auch sagen, die geilen Böcke, folgen ihnen dann bis zum See, in dem sie leben. Und dann greifen diese jungen, schönen Frauen plötzlich zu und der Mann denkt vielleicht noch, oh, so eine Nummer wird das, und schwupps ist er unter Wasser. Und dann wird er von der Frau ertränkt. Nun ist das aber nicht so, dass alle Nixen irgendwie das gleiche Verhalten an den Tag legen, denn das soll dann von See zu See recht unterschiedlich sein. Einige locken Menschen auch in tödliche Moore anstatt ins Wasser. Aber das Endergebnis ist dann eben immer dasselbe. Die Person, die von den Nixen gelockt wurde, die ist dann eben tot. Und auch hier ist es so, dass es in alten Unterlagen Berichte darüber gibt, dass Zeugen gesehen hätten, wie sich eine oder mehrere Nixen dann einen Mann gegriffen hätten, um ihn zu ertränken. Was genau der Hintergrund dieser Legenden ist, das ist noch nicht ganz klar. Unter Umständen kann es sein, dass es eine Erklärung dafür war, wenn in früheren Zeiten Menschen, die eigentlich gut schwimmen konnten, dann plötzlich irgendwie ertrunken am See gefunden wurden. Vielleicht ist das Ganze aber auch eben so eine Art Abschreckung für Kinder, damit sie nicht alleine irgendwie in die Nähe von Seen oder Gewässern gehen und versehentlich dort reinfallen und ertrinken. Möglicherweise aber eben auch ein Hinweis für die Herren, dass sie nicht die Dienste junger Frauen in Anspruch nehmen sollen, weil man weiß ja nie, wie das endet. Wie dem auch sei, die Sage über Nixen und Meerjungfrauen, die ist wie gesagt sozusagen weltweit verbreitet. Und insbesondere in einigen afrikanischen Ländern, da ist bis heute der Glaube verbreitet, dass es Meerjungfrauen wirklich gibt und die ziehen Menschen in die Gewässer, um sie zu ertränken. Ja, da sieht man doch die gute Ariel von Disney gleich mal in einem anderen Licht. Die nächste Legende. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich die überhaupt erzählen soll. Also es ist ja so, wir haben ja hier auf diesem Kanal eine ganze Menge netter Mythenmädchen und mit denen will ich es mir ja nicht verscherzen. Ja, und bevor es jetzt wieder heißt, der Mythenmetzger, der hat wieder hier eine Geschichte erzählt, die sich über Frauen lustig macht, möchte ich erwähnen, und ihr werdet gleich auch verstehen, warum ich das jetzt sage, es gibt unter den Männern eine Menge Arschgesichter und das ist keine Legende, das ist eine Tatsache. Ich bin im Übrigen eines davon. Aber warum sage ich das? Es geht um die Legende der schweinsköpfigen Frauen. Und im 18. und 19. Jahrhundert, da herrschte da wirklich Panik, was diese Sage angeht. Frauen mit Schweinsgesichtern sollen den Körper einer normalen Frau haben, aber den Kopf eines Schweines. Und das Ganze eben aufgrund von Magie. Und das kam so. Hexen haben sich den frisch vermählten Ehemännern genähert und die ließen ihnen eine einfache Wahl. Entweder würde ihre Frau für sie wie ein Schwein aussehen, aber für alle anderen schön, oder sie wäre schön für ihn und sähe für alle anderen aus wie ein Schwein. Die Männer wählten dann Letzteres, also dass die Frau für sie schön aussähe, und damit erschufen sie dann eine Frau mit Schweinegesicht. Und im späten 18. und 19. Jahrhundert, da glaubten die Menschen wirklich daran, dass es so etwas gibt. Und es gab eine regelrechte Panik zu dieser Zeit, als sich ein Gerücht verbreitete, dass in London eine Frau mit Schweinegesicht lebte. Und diese Angst, eine schweinegesichtige Frau zu werden, die hielt sich über viele, viele Jahre. Was nun der Ursprung dieser Sage war, das kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Aber meine Damen, auch wenn das jetzt was über Frauen war, am Anfang habe ich euch ja das mit den Männern und den Arschgesichtern erklärt.
so zum Ausgleich. Ja, das war jetzt mal so der erste Teil einer kleinen Serie, da werde ich mich halt so mit den Sagen und Legenden verschiedener Länder befassen. Ja, heute ist Freitag und das bedeutet, ich werfe einen Blick darauf, was meine lieben Kollegen so an Videos herausgebracht haben. Und wie immer beginne ich da mit dem lieben Peso. Der hat in dieser Woche ein Video mit dem Titel Die Stone Tape Theorie veröffentlicht. Können Phänomene in Stein gespeichert werden? Das ist etwas, von dieser Theorie hat man noch nicht so allzu viel gehört. Von daher schaut da mal rein. Beim Real Mystery, da gibt es ein Video mit dem Titel Mysteriöse spukende Militärposten in Afghanistan. Ja, wahrscheinlich meint er Spuk auf Militärposten in Afghanistan. Und klar, worum es dabei geht, das sind Geschichten der US-Truppen oder der Engländer, die dort waren. Der Quipo, meine Lieben, der macht mir ein bisschen Sorge, denn da gibt's diese Woche auch nichts Neues. Ja, und wie ich feststellen musste, ist der auch gar nicht mehr bei mir im Keller. Das heißt, der ist geflüchtet. Das bedeutet für mich, ich werde jetzt mal eine Expedition zusammenstellen und mal gucken, wo der geblieben ist. Die Mystery Facts. Fleißig wie immer haben sie diese Woche ein Video mit dem Titel Naturgeister und die Theorie mit den Gehirnwellen. Das klingt mal mächtig interessant, das werde ich mir gleich noch ansehen. Und nun machen wir einen kleinen Sprung in das Land von Ricola und Appenzellerkäse in die Schweiz zu Hangar 18B. Die haben gleich wieder zwei Videos rausgehaut. Und ihr wisst, bei denen sind das ja zum größten Teil immer Videos, wo sie Augenzeugen oder Experten für ein Thema interviewen. Und das erste Video hat dann den Titel UFOs und Orb. Und das zweite Video, das sind Aufnahmen, die jemand gemacht hat von einem unbekannten Flugobjekt. Und zwar bei Voitsberg in der Steiermark in Österreich. Die Links zu allen Videos, die ich jetzt hier genannt habe, die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ihr wisst, Support ist kein Mord und wenn ihr die Arbeit der Kollegen hier anerkennen wollt, dann lasst mal ein Abo da. Und wenn ihr mein Video von heute als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Thank you.